Männer, kommt! Weiter geht's! Lebt eure Träume! Schlaft einfach ein bisschen länger! Ja, Bundesliga-Hinrunde ist beendet und für den BVB eigentlich auch schon die Rückrunde. Ne? 9 Punkte Rückstand, letzte Meisterschaft 2012 gewonnen, Hut ab. Beim BVB überlegen sie jetzt, Rückrunde machen wir die Bayern-Taktik. Wir bieten im eigenen Stadion Football an. Passt doch. So viele Eier, wie die Spieler dem Terzic ins Netz gelegt haben. Ne? Wenn ein Ball drüber schießt, gibt's einen Punkt. Das wird für den BVB eine 1A-Rückrunde. Football passt auch viel besser zum BVB. Ne? Ja, beim Football ist es drumherum auch viel wichtiger als das Spiel. Dortmund hat die beste Talentschmiede der Liga. Ne? Moukoko, Bellingham. Aber bei den Talenten, da stellt sich der BVB an, wie bei Andi beim Flirten in der Disco. Ne? Immer einen richtigen Riecher für die beste Perle. Dann werden 17 Drinks ausgegeben und am Ende haut die mit dem anderen ab. Stefan, spiel doch mal den Ball ab. Du hast ja hier auf dem Platz mehr Kontakte als bei Tinder. Ja, die Bayern sind natürlich wieder auf der Sonnenseite. Ne? Der Bratzo alles richtig gemacht. Choupo-Moting knallt mehr durch als der Hoeneß. Wobei beim Hoeneß, da muss die Verwandtschaft jetzt langsam auch mal sagen, komm Uli, wir setzen uns an Tegernseher und trinken Helles. Entlangt. Ja, und auf Schalke haben sie jetzt genug Zeit zum Überlegen. Gibbelt ein Kuchenrezept mit Reis. Ja, sicher. Der Knebel macht mit dem Fährmann in der Kabine jetzt die Weihnachtsbäckerei auf. Kannst im Schalker Fanshop kaufen, den Gelsenkirchener Stollen. Ja, der wird noch mit so einer langen Nadel einfach durchgestochen, damit man am Ende durchgucken kann, dass man noch das Licht am Ende des Tunnels sieht. Ja, der Fährmann und seine Liebe zum Kuchen. Ich finde das so geil. Bundesliga in der Halbzeit, was hat er verteilt? Frankfurter Kranz? Nö. Der Fährmann hätte halt gerne den Lehrling zum Bäckermeister gemacht. Aber das ist ein bisschen scheiße, wenn der Lehrling seine Meisterarbeit vor Abgabe frisst. Hermann, du warst im Leben das erste Mal enttäuscht bei deiner ersten Schnitzeljagd. Also gemerkt, dass am Ende, oh, gibt ja gar keine Schnitzel. Klarer Sieger der Hinrunde in der Bundesliga, der Videobeweis. Ganz ehrlich, wenn ich so viel Kacke in meinem Job bauen würde, würde mein Chef sagen, komm, das war's. Warum geht da mal keiner in den Kölner Keller und sagt, mach doch Karneval, das könnt ihr jedenfalls. Aber dann wird ja gesagt, durch den Videobeweis geht ja kein Schiedsrichter mehr mit einer riesen Fehlentscheidung vom Platz. Hauptsache, sich nicht am Ende hinstellen und mal sagen, sorry, Leute, war mein Bock. Nee, lieber Nachwuchsrecruiting. Wenn du so weitermachst, mit Technik hier, Bildschirm da, dann kannst du am Ende jede Pfeife an die Pfeife stellen. Patrick, nur weil der dir auf den Fuß tritt, musst du doch nicht den Mund aufmachen wie so ein Klappmülleimer. Ja, viele Trainer sagen in der Bundesliga jetzt, wir machen das wie beim Football, das Challenge-System. Also mit dem Videobeweis. Dann können die Trainer im Spiel bei umstrittenen Szenen eine Überprüfung anfordern. Ja, sicher. Mach doch so, gib den Zuschauern noch so ein Abstimmungsgerät in der Hand. Strittige Szene, wir unterbrechen kurz. Alle dürfen einmal abstimmen. Und Günther Jauch präsentiert dann das Ergebnis vom Publikumsjoker. Der Fußball kann echt richtig viel lernen vom Football. Nämlich, wo die Reise am Ende nicht hingehen soll. Komm, Patrick! Schießt du den Elfer, dann fühlst du dich wieder wie Gott. Du schießt und alle anderen beten. Ach, und die Fußball-WM geht ja auch los. Oder wie Mats Hummels gesagt hat, die größte Enttäuschung meines Lebens. Mach dir keine Sorgen, Mats. Das geht vielen so. Fußball-WM, können wir uns endlich mal hier um unseren Platz kümmern. Unser Platzwart, der Günni, ist ja unser Greenkeeper auf dem Ascheplatz. Der Günni zieht knallhart durch. Der sagt, Disteln werden nur gepflanzt im gegnerischen Strafraum. Und nicht so was beim Seitenwechsel? Du doof! Der Günni macht mit dem Rasenmäher auch die Hecke. Er hat auf seinem Rasenmäher einen Aufkleber, meiner ist 18 Meter lang. Wenn der Günni beim Hermann so guckt, ne, da entsteht ja so eine Kuhle beim Hermann, wo der drinne steht, ne, im Tor. Weil der auch so, dann hat der Günni jetzt Wasser reingemacht und Seerosen draufgepflanzt. Wieso Günni, wenn du dem Hermann da noch ein paar Kröten reinsetzt, dann lässt er nur das Portemonnaie zu Hause. Macht der Günni so weiter mit unserem Ascheplatz, ist hier 2025 Bundesgartenschau. Meine Gudrun hat den Günni schon nach Gartentipps gefragt. Der Günni mit ganz klaren Tipps für meine Gudrun. Sprich mit den Blumen und beleidige das Unkraut. Seitdem steht die Gudrun bei uns im Garten und brüllt die Beete an. Kevin! Boah, der ist so hohl, der stellt auf seinen Fernseher immer einen Gewürzstreuer, damit es bildschärfer wird. Hermann, das erste Mal im Leben warst du richtig enttäuscht, ne? Bei deiner... Nee. Da kann der Trainer bei umstrittenen Szenen, bei einigen im Spiel, eine Überprüfung anfordern. Nochmal, scheiße, anfordern. Meine Gudrun hat den Günni schon nach Gartentipps gefragt. Der Günni, ganz klaren Tipp. Sprich mit den Blumen und schrei das